Heute Morgen hatte ich ein bisschen das Gefühl, es wird keiner kommen, von daher ich bin höchst gerührt, dass so viele Leute da sind. Vielen, vielen Dank. I'm sorry, Hal, I won't let you do that. Ich finde es wichtig, dass wenn man eine Bühne bekommt, man sie manchmal auch nutzt, um Dinge zu sagen, die man ursprünglich gar nicht geplant hatte. Wir kommen gleich zum Thema, aber bevor wir dazu kommen, vielleicht zwei wichtige Anmerkungen. Trans Rights are Human Rights und wir sind im Pride Month und wir sehen auch in Deutschland, wie dieser US-amerikanische Kulturkampf rüberkommt und irgendwelche Dudes Menschen erzählen wollen, in welches Klo sie gehen müssen. Jetzt ist der Punkt, wo wir uns hinstellen müssen, das nicht zulassen. Also von daher, das ist die Hausaufgabe für alle. Nehmt es bitte mit. Danke. Und ähnlich wichtig, Asyl ist ein Menschenrecht. Es ist obszön, wie gerade PolitikerInnen in Deutschland mit der Geschichte anfangen, dieses Asylrecht in Zweifel zu ziehen. Negative Shoutout to Jens Spahn, was man eigentlich jeden Morgen so sagen kann. Wo waren wir? KI. Das Setup hier ist ein bisschen weird, weil ich sehe meine Speaker-Notizen nicht, also muss ich manchmal mein Handy runtergucken. Entschuldigt bitte. KI. Es gibt gleich ganz viele Dinge, die euch vielleicht nachträglich noch interessieren. Die Slides könnt ihr später unter dieser URL nachlesen. Ihr müsst also jetzt nicht groß hektisch mitschreiben oder Dinge tun. Okay. Einige Ältere unter uns kennen vielleicht diesen Film noch. Ich weiß nicht, ob man den heute noch so sieht. Als ich jung war, war das ganz relevant. 2001. Im Deutschen, glaube ich, Odyssee im Weltraum, in dem es halt um ein Raumschiff auf dem Weg zum Jupiter geht, auf dem der von einer KI gesteuert wird. Und es gibt einen, sagen wir mal, Konflikt zwischen der KI und den Raumfahrenden. Das hier ist Dave. Dave ist mit einer externen Kapsel unterwegs, will zurück ins Raumschiff und gibt Hal, der KI, Bescheid, bitte öffne die Podbase, also ich möchte jetzt wieder rein. Hal sagt, sorry Dave, I'm afraid I can't do that, denn die Mission ist zu wichtig, als dass du sie in Gefahr bringst. Dave sagt, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Und Hal sagt, ich weiß, dass du und Frank, anderer Raumfahrer, hatten geplant, mich auszuschalten. Und das ist natürlich eine Art von Diskurs, wie wir sie heute auch ganz viel in der Öffentlichkeit sehen. Also KI ist erstens natürlich super, super mächtig, kann Raumschiffe steuern, kann irgendwie alles komplett autonom machen. Ich muss nur grob in die Richtung rufen, was ich will, das macht das alles. Und andererseits gibt es dann immer dieses Meme von und es wird uns alle unterwerfen, weil, of course, why not? Wir reden heute über ein paar Dinge nicht. Wir reden nicht über technische Implementierung und Architektur dieser Systeme. Wir reden nicht, wie man ein Prompt schreibt, ob was Bewusstsein ist, ob Maschinen das haben, ob KI schlimmer für die Umwelt ist als Bitcoin oder ob man mit Generator Networks Kunst erschaffen kann. Falls euch interessiert, die Antworten sind langweilig, irrelevant. Beschäftigung mittelalter Dudes mit zu viel Tagesfreizeit. Wenn es mehr Verbreitung findet, wahrscheinlich bald schon. Und viertens, ja, man kann mit allem Kunst schaffen, so what? Back to the hype. Heute ist alles nur noch KI. Das sieht man vor allem daran, wenn man, wie ich, gezwungenermaßen auf LinkedIn unterwegs ist und plötzlich sind halt die ganzen LinkedIn-InfluencerInnen sind jetzt KI-Experten. Meistens sind es Dudes, natürlich gibt es auch ein paar Frauen. Auch interessant ist, dass die ganzen Crypto-Grifter jetzt mittlerweile KI-Grifter geworden sind, mit einem kurzen Zwischenstopp beim Metaverse. Aber natürlich gibt es ein paar qualitative Unterschiede zwischen diesen ganzen Dingen. Web3-Crypto hatte überhaupt keine Substanz, das war nur Beschiss. Haben wir letztes Jahr drüber gesprochen, für die, die bei meinem Talk da waren. Metaverse hat halt auch, ist bis auf so ein bisschen Mark Zuckerbergs Nostalgie-Trip eigentlich auch nichts geworden. Gut, ein paar Milliarden hat es gekostet, aber who's counting? Und bei KI muss man halt sagen, es gibt echte Produkte und wir nutzen ja auch ganz viele, die auf Machine Learning basieren, schon seit 2010 oder sowas. Es ist ja keine neue Technologie und das hat sich ja auch an vielen Stellen durchgesetzt, wenn wir über sowas nachdenken wie die Erkennung von Gesten für irgendwelche Steuersysteme und so weiter. Also da gibt es halt Substanz, das unterscheidet es ein bisschen von den Hypes, die die Jahre vorher definiert haben, aber trotzdem leben wir halt krass in dieser Hype-Welt. Den KI-Diskurs kann man, wenn man ein bisschen vereinfachen möchte, auf so zwei Seiten stellen. Ich werde hier in diesem Talk häufiger Sam Altman benutzen. Sam Altman ist der Venture Capitalist, der auch OpenAI und komische Krypto-Projekte besitzt. Deshalb ist er, glaube ich, ein guter Avatar für den Diskurs. Also wir haben auf der einen Seite hier
links, ich weiß nicht, wo man das lesen kann, Sam Altman sagt, AI is the most amazing tool yet created, also das ist wahnsinnig beeindruckend, was wir hier gebaut haben. Und hier unten ist noch so, ja, wahrscheinlich, wenn wir dann AGI, also starke KI entwickeln, die Geschichte wird genauso verlaufen wie sonst auch, aber unglaublich viel schneller. Also wir werden super, super leistungsfähig. Wir schaffen plötzlich in kurzer Zeit alles, was wir uns nur vorstellen können. Auf der anderen Seite haben wir ganz viele offene Briefe und wir wissen, wir alle lieben offene Briefe. Vor ein paar Monaten gab es einen, man solle bitte 6 Monate Pause machen mit allen KI-Experimenten, die eine Konkurrenz für OpenAI sein könnten. Und jetzt vor ein paar Wochen gab es noch mal einen, wo im Prinzip nur ein so ein großer Satz stand, dass man jetzt halt dieses existenzielle Risiko von KI, das heißt das Risiko, dass es uns alle vernichtet, dass man das als globale Priorität bearbeiten sollte, ähnlich wie Pandemien oder ein Nuklearkrieg. Interessanterweise über die Klimakatastrophe sprechen wir nicht, das ist wahrscheinlich durch, brauchen wir nicht mehr. Wenn man sich diese zwei Seiten anguckt, gibt es einen interessanten Fun Fact. There's the same picture. Das sind dieselben Leute. Und das klingt erstmal irritierend. Warum unterschreiben die ganzen Leute, die CEOs, CTOs in diesen KI-Startups sind, irgendwelche offenen Briefe, in denen man irgendwie sagen soll, dass man jetzt aufhören müsste damit oder dass man es regulieren müsste? Naja, es gibt einen Begriff, der heißt Criti-Hype, der ist von Lee Winsell in einem Artikel von 2021 definiert. Und das ist das, was ihr vielleicht kennt, wenn ihr The Social Dilemma auf Netflix mal gesehen habt. Das ist Criti-Hype. Das ist keine kritische Auseinandersetzung, das nimmt die PR der Unternehmen. Zum Beispiel damals, Facebook behauptet, sie können unsere Gedanken halbwegs kontrollieren und sagt, ja das, aber das ist schlecht. Das ist aber keine Auseinandersetzung damit, ob das überhaupt stimmt, ob Facebook das vielleicht nur behauptet, weil sie halt Werbung verkaufen wollen und das ist ein ziemlich eine gute Idee, das zu behaupten, wenn ich Werbung verkaufen möchte. Und diese Form von Criti-Hype sehen wir im KI-Bereich auch ganz extrem, dass halt OpenAI behauptet, was sie alles können und dass sie kurz davor sind, dass ihre KI alles kann. Und dann gibt es halt Leute, die sagen, stimmt, und das ist so gefährlich und deshalb müssen wir etwas tun. Anstatt zu sagen, naja, aber was tut denn das da ehrlich? Deshalb gibt es halt diese diversen offenen Briefe. Das ist halt so ein Move zu versuchen, es liegt im Wasser, dass es bald Regulierung gibt. Also versucht man jetzt das Thema so zu verschieben, dass man selber eine Regulierung bauen kann, die einem passt. Wenn die Regulierung von OpenAI vorgeschlagen wird, ist sie wahrscheinlich Garbage. Es gibt natürlich auch sinnvolle Auseinandersetzungen. Ich möchte hier ein absolut zentrales Paper einmal erwähnen. Es ist von 2021, On the Dangers of Stochastic Parrots. Da geht es ganz explizit um Language Models. Das ist das Zeug, was auch OpenAI anbietet. Hauptautoren so Emily Bender, Timnit Gebru, Margaret Mitchell und Angelina McMillan Major. Das ist das Paper, einige erinnern sich vielleicht noch, über das Timnit Gebru und Margaret Mitchell bei Google gefeuert wurden. Emily M. Bender und Timnit Gebru sind auch heute noch sehr, sehr aktiv in diesem ganzen KI-Diskurs. Ist ein Paper, was man noch mal lesen kann. Haben so ein paar Überschriften rausgepackt, also Environmental and Financial Cost, Static Data, Changing Social Views, die ganzen Probleme, die diese Dinger strukturell haben. Aber es ist eben doch noch ein sehr technisches Paper. Kommt halt aus Computerlinguistik und aus der Informatik. Bevor wir jetzt weitergehen, möchte ich kurz ein paar Grundlagen erwähnen. Warum lebt dieser KI eigentlich? Was ist der Nährboden für dieses Ding? Das erste ist, dass wir dieses Thema Zukunft outgesourced haben an den Tech-Sektor. Als ich jünger war, gab es auch Diskussionen über Zukunft, die waren aber häufig sehr viel politischer. Da ging es um so eine Vision, wie die Welt sein sollte und nicht, welches Produkt man braucht, um irgendwie in der Zukunft zu sein. Wir haben das so ein bisschen geändert. Ganz beliebtes Meme, um den gleich parallel sprechenden Christian Lindner mal zu zitieren, der sagte halt, die Klimakrise lösen wir nur mit KI. Nicht dadurch, dass wir halt fossile Brennstoffe loswerden, sondern KI draufwerfen. Was fossile Brennstoffe braucht. Ganz auch in Deutschland beliebt, selbstfahrende Autos retten die deutsche Automobilindustrie. Selbstfahrende Autos sind eine komplette Zombie-Technologie. Wir wissen, dass es nicht funktioniert, es wird nichts, aber okay, whatever. Und auch so die Politik hat sich ein bisschen darauf zurückgezogen. Wir wollen jetzt Startups fördern, als ob das grundsätzlich eine gute Idee ist. Also die Zukunft ist für uns immer nur ein Design-Thinking-Workshop und eine App entfernt, aber vielleicht gibt es auch bessere Varianten dazu. Das ist keine Idee, die nur von mir kommt. Entschuldigung, in diesem Talk wird es häufig so Bücherdinger geben. Der Test schriftlich ist am Mittwochnachmittag. Also bis dahin kommt ihr durch. Es sind, glaube ich, 8 Bücher, das kriegt ihr locker hin. David F. Noble, amerikanischer Historiker, der sich viel mit Technologie beschäftigte und wie Menschen Technologie benutzen, veröffentlichte, muss ich mal kurz nachgucken, 99, The Religion of Technology, in dem er zeigte, dass Religion und Technologie keine 2 getrennten Sphären sind, sondern dieselbe. Und beschreibt da, dass so wie wir heute über Technologien reden, we demand deliverance.
Wir fordern Erlösung. Wir sind komplett obsessiv auf diesen technologischen Fortschritt ausgerichtet und sind dadurch gar nicht mehr in der Lage, irgendwie rational über dieses Ding zu sprechen, über das wir rational sprechen können sollten. Die zweite Idee ist, dass wir in so einer Welt leben von Effizienz über alles. Und natürlich hängt das mit unserem Wirtschaftssystem zu tun und man erwartet das von Unternehmen, dass sie Dinge effizienter machen wollen und Kosten reduzieren, alles klar. Aber interessant ist, dass wir das auch individuell machen. Die Anzahl der Produktivitätsinfluencerinnen, wo dann irgendwelche Startups sind oder irgendwelche Crowdfunding-Dinger für deinen Tagesplaner, Kalender, der jetzt nochmal anders funktioniert, damit du endlich produktiv genug bist, ist, glaube ich, eine neue und eine andere Entwicklung. Das heißt, diese Form von Logik, von Optimierung, die wir sonst aus Unternehmen kennen, wird hart auf uns angewendet und wird auch von uns gefordert, das zu tun. Wir müssen produktiver sein. Interessanterweise wird selten gesagt, warum. Wir haben dann mehr Zeit, um produktiver zu sein, um noch mehr Shit zu machen. Es wird ja nie gesagt, wir müssen jetzt produktiver sein, damit wir die Füße hochlegen können und in der Hängematte liegen können, sondern produktiver sein, um produktiver zu sein. Effizienz ist so eine Form von Selbstzweck und kultureller Logik geworden für uns. Und was auch wichtig ist zu verstehen, KI ist keine reale, konkrete Technologie, sondern wir tun oft so, als sei KI so ganz definiert. Das ist so ein Ding und das kann man irgendwie lernen und da kann man das programmieren oder wie auch immer. Aber am Ende gibt es ganz viele technische Systeme, die es schon lange gibt, die klar, wie jeder Informatiker oder jede Informatikerin sagen würde, klar, das ist KI, die basieren auch auf ganz anderen Technologien. Das sind so regelbasierte Systeme, Ontologien, bla bla bla, also Zeug, was man früher gemacht hat. Und andererseits gibt es ganz viele Sachen, auf denen KI steht, die technisch gar nichts mit Machine Learning zum Beispiel zu tun haben, sondern da sitzen halt Clickworker irgendwo in the Global South, die deine Sachen beantworten. Von daher ist das eben keine technische Frage. Jetzt kann man sagen, ja, Tante, das hast du dir ausgedacht. What do you know? Fragen wir Sam Altman. Sam Altman sagt, naja, KI ist, wie wir Software beschreiben, bei denen wir keine Ahnung haben, wie man sie baut und welche, die wir irgendwie cool finden oder Angst davor haben. Das ist wibbly wobbly, timey wimey, wir haben keine Ahnung. Aber er verdient auf jeden Fall viel Geld damit, das ist schon mal sicher. Kommen wir mal zu einem wichtigen Thema, um jetzt mal in den Inhalt einzusteigen, zu dem Konzept AI Realism. AI Realism ist nicht, wir sprechen über die realistischen Capabilities von AI, sondern es ist ein Begriff, den ich anlehne an einen älteren Begriff. Das nächste Buch kommt, Achtung. Mark Fishers Capitalist Realism. Mark Fisher hat 2009 ein Buch veröffentlicht, in dem Essays von ihm gesammelt wurden, das unter dem Titel Capitalist Realism steht. Und in dem beschrieb er halt so die Welt, wie sie Anfang der 2000er aussah. Und er sagt halt, Capitalist Realism ist die weit verbreitete Annahme, dass erstens Kapitalismus die einzige Wirtschaftsform, die es geben kann, ist und zweitens, dass man eigentlich nicht mal mehr über was anderes nachdenken kann. Wir können vielleicht nette Startups reinschubsen in den Markt, aber grundsätzlich darüber zu sprechen, ob wir damit okay sind, geht nicht mehr. Und das kann man auch auf KI anwenden. AI Realism ist der weit verbreitete Glaube, dass KI auf jeden Fall die Zukunft massiv und in nahezu jedem Aspekt des Lebens prägen wird. Und dass eine Alternative zum totalen Einsatz von KI unmöglich und eigentlich nicht mal denkbar ist. Das ist so ein Vibe, den man in der Öffentlichkeit wahrnehmen kann. Man sieht zum Beispiel hier oben links, es gab so eine Studie von OpenAI. Wenn ihr mich hier noch zu packen kriegt, dann können wir über diese Studie reden. Die ist methodologisch kompletter Trash. Aber sie haben festgestellt, 80% aller Arbeitsplätze sind AI exposed, was auch immer das bedeutet. Das heißt, 80% aller Jobs haben da wie KI einen Impact haben. Dann gibt es so eine Medium-Perspektive, wenn man so ein bisschen abwiegend aussehen möchte. No, AI will not replace you. A person using AI will. Und das klingt so, na, KI ist gar nicht so schlimm, die wird euch nicht irgendwie ersetzen. Was sie natürlich behauptet ist, ihr steht im Wettkampf gegeneinander und der wird euch fertig machen, weil er KI benutzt. Deshalb müsst ihr auch. Auch das behauptet, es gibt keine Alternative. Und dann gibt es hier unten noch so ein Zitat von Sascha Lobo, das ist so ein, für die es nicht kennen, das ist so ein Boomer-Digital-Influencer bei Markus Lanz. Der sagt halt, ja, also Deutschland ist im Arsch, wenn wir nicht sofort KI einsetzen. Also das ist die einzige Chance, wie wir hier noch irgendwie den Laden am Kacken halten, KI. Und das ist AI-Realism. Es gibt keinen anderen Weg. Wir können nicht drüber reden, dass wir eine andere Welt wollen. Wenn Deutschland noch funktionieren soll, müssen wir KI machen, alle. Das ist so eine rhetorische Figur, die wir ganz häufig sehen. Die nennt man im Englischen Tina. There is no alternative. Und das ist rhetorisch natürlich ein super mächtiger Move. Weil ich meine eigene Absicht als alternativlos darstelle, dann gibt es keine Kritik mehr. Es gibt ja keine Alternativen. Du kannst keinen anderen Vorschlag machen, weil meins ist ja das Einzige, was möglich ist.
wenn wir so an die, ich bin ja ein bisschen älter, wenn wir so an die Jahrtausendwende denken, Schleifen des Sozialsystems durch die SPD alternativlos. Musste man halt machen. Verlängerung des Rentenalters musste man machen, ist alles alternativlos. Christian Lindner ist der Meister des Alternativlos. Wenn man sowas machen möchte wie Kindergrundsicherung, können wir nicht machen, Entschuldigung, alternativlos. Wenn die Bundeswehr für whatever 100 Milliarden braucht, das geht schon. Aber für alles, was irgendwie sozial relevant wäre, eine Bildungsoffensive, alternativlos können wir nicht machen. Tina ist so eine Zwangsjacke fürs eigene Gehirn. Du nimmst dir die Möglichkeit, über Alternativen nachzudenken. Du bist gefangen in dem, was andere Leute dir sagen. Okay, dann kommen wir jetzt zu dem Teil, der vielleicht irgendjemanden hier auch interessiert, neben meinem weird rambling start. Was ist denn KI wirklich? Vielleicht müssen wir uns doch nochmal anschauen, was das eigentlich ist. Wir haben vorhin so viel wibbly-wobbly, timey-wimey Definitionen gesehen, aber das reicht vielleicht nicht, um wirklich mal dahin zu kommen, was das Ding tut. Sprechen wir mal über KI, wie sie genutzt wird. Und es gibt eine in der Science and Technology Studies, oder mittlerweile sagt man häufig Science, Technology and Society, das ist ein Bereich, der eher in den USA und im englischsprachigen Bereich verwendet wird, in Deutschland noch nicht so populär, aber ist halt so die häufig auch historisch geprägte Auseinandersetzung mit Technologie. Da gibt es so ein ganz beliebtes, eine beliebte Methode, die kommt von Stafford Beer, haha, eher lustiger Name, britischer Kybernetiker, der Posivit geprägt hat, und zwar: The purpose of a system is what it does. Der Zweck eines Systems ist das, was es tut. Es geht nicht darum, was jemand sagt, was er oder sie erreichen wollte mit dem System. Es geht nicht darum, was es in der Zukunft vielleicht tun könnte oder tun sollte. Es geht um das, was es jetzt tut. Damit kannst du bewerten, was ein System ist. Alles andere ist wertlos. Wenn wir nochmal über die Beispiele gerade nachdenken, Hartz IV sollte alles Mögliche tun. Es gab ganz tolle Diskussionen, was es getan hat, ist einen Niedriglohnsektor schaffen. Das ist, was es gemacht hat, das ist, wofür es da ist. Und wenn wir mit dieser Methode auf KI gehen, was tut das gerade? Erstmal ist es so eine ganz diffuse Menge von Narrativen. Irgendwie unklar. Also ganz viele Sachen, auf denen heute KI steht, da hätte man früher gesagt, das ist Big Data oder Profiling oder so Zeug. Gucken wir uns mal so Narrative an. Viele davon werdet ihr schon gesehen haben. Eins ist beispielsweise, KI lernt. Oder KI arbeitet wie das menschliche Gehirn, wird jemand sicher schon mal gehört haben. KI kann standardisierte Tests bestehen für Anwälte oder für Ärzte und Ärztinnen. Also das heißt, ist nicht nur Statistik, das kann ganz, ganz wahnsinnige Dinge. KI, wie wir sie heute bauen, ist nur der Anfang. Bald ist die viel intelligenter als wir alle und kann dadurch alles Mögliche. Oder KI halluziniert oder denkt, entscheidet, versteht, was auch immer. Wenn wir uns diese Dinge mal im Detail angucken, KI lernt. Lernen ist ein sozialer, politischer, transformativer Prozess, der verändert ja nicht nur die Person, die lernt, sondern auch die Person, die lehrt. Das ist ein sozialer Austausch, das ist, was wir eigentlich unter Lernen und Lehren verstehen. Das ist sehr offensichtlich nicht nur das Massieren von irgendwelchen Statistiksystemen. KI ist wie das menschliche Gehirn, kann man behaupten, wenn man keine Ahnung hat, wie menschliches Denken funktioniert. Also diese Neuronen, die wir in diesem KI-System nutzen, das ist halt so eine Mickey-Maus-Sicht auf das, was eigentlich ein menschliches Neuron tut. Das ist einfach größer und komplexer, und Denken findet nicht nur in den Neuronen im Kopf statt. Euer Hormonspiegel, ob ihr gegessen habt, all dieses Zeug beeinflusst, wie ihr denkt. Euer ganzer Körper denkt für euch die ganze Zeit, das ist nicht nur da oben. KI kann standardisierte Tests bestehen, das finde ich ein super Beispiel, weil wir nachweisen konnten in Tests, dass die können standardisierte Tests bestehen, bei denen die Ergebnisse in ihren Trainingsdaten sind. Es gibt so ein US-amerikanisches so ein Programmiertest, wo so jeden Monat quasi Aufgaben kommen. Und dieses Ding, OpenAIs Lösung, konnte diese Tests extrem gut lösen, wirklich extrem gut. Bis September 2021. Danach kompletter Garbage. Was passierte im September 2021? Das ist OpenAI's Learning Cutoff. Bis dahin ist das ihre Datenbasis. Das heißt, sie hatten die Ergebnisse drin, und klar, wenn ich in die Lösung gucken kann, bestehe ich Tests auch verhältnismäßig gut. Überrascht jetzt niemanden so ganz besonders. KI, wie wir sie heute bauen, ist nur der Anfang. Bald wird es intelligenter als Menschen sein. Klingt auch irgendwie logisch, es gibt ja immer Fortschritte und so weiter. Aber wenn man sich die Paper mal anguckt, dann sieht man, okay, bei diesem standardisierten Test für Sprachverständnis gab es einen Riesensprung nach vorne, und dann sieht man ja, es sind 0,3% besser bei diesem standardisierten Test. Natürlich ist das inkrementelle Verbesserung, aber daraus abzuleiten, dass da jetzt irgendwie ein Riesensprung plötzlich passieren würde, ist einfach unseriös. Selbst wenn WissenschaftlerInnen bei Microsoft so Fanfiction für ihr eigenes Produkt schreiben, vielleicht habt ihr dieses Sparks of AGI Paper mal gesehen, in dem sie irgendwie behaupten, sie hätten Gott in ihrem OpenAI-Model gefunden. Und auch dieses ganze KI halluziniert, denkt, entscheidet, versteht. Wenn man sich das mal mit Verstand anguckt, das ist halt eine reine Anthropomorphisierung.
Das natürlich halluziniert dann nichts. Diese KI-Systeme, die haben ja auch das, was wir so Menschen unterstellen können, zu Recht. Wenn ich euch nicht anspreche, dann geht da trotzdem oben irgendwas ab und hier und überall. Bei den KI-Systemen nicht. Wenn du denen kein Prompt gibst, dann stehen die da halt. Also diese ganze Anthropomorphisierung ist sehr offensichtlich Gaga. Aber es gibt natürlich sehr viel Cover. Die KI halluziniert, wie man selber, wenn man mal Mushrooms genommen hat. Und es ist nicht, ja, es erzeugt halt Garbage. Das hat halt keinerlei Relevanz in irgendeiner Form. Interessant daran ist, das sind alles Anbieternarrative. Warum hören wir uns das überhaupt an? Ja, die wollen ihren Shit verkaufen, aber why should we care? Es gibt einen Effekt, den Douglas Hofstadter benannt hat. Die Leute, die sich mit Informatik auskennen, die kennen Douglas Hofstadter. Er hat Gödel, Escher, Bach geschrieben, ein ganz wichtiges Buch für so die Informatik. Das beschreibt die Tendenz, unbewusst anzunehmen, Computersysteme hätten menschliche Eigenschaften. Und interessanterweise sind auch Leute, die sich technisch damit auskennen, nicht davon ausgenommen. ELIZA wurde damals von Joseph Weizenbaum implementiert und selbst Leute, die den Code gesehen hatten, haben irgendwann angefangen zu sagen, aber irgendwas ist doch dran. Also irgendwie versteht mich das Ding doch. Das ist einfach ein impliziter Effekt, den wir so mitnehmen. Wenn wir über KI sprechen, können wir auch nicht vergessen, über Intelligenz selber zu sprechen. Was ist eigentlich Intelligenz? Und die meisten Leute würden sagen, naja, Intelligenz, haben vielleicht mal D&D gespielt, naja, so ein Wert zwischen, keine Ahnung, 6 und 16 und so. Und damit kann man irgendwie Probleme lösen. Also wenn man das ein bisschen abstrakter besagt, würde man sagen, was eine vielleicht messbare oder abschätzbare, so durch IQ-Tests oder so, Eigenschaft einer Entität, die Problemlösungskompetenz beschreibt, würden viele sagen, ja, das passt irgendwie. Nope, garbage. Ich habe eine andere Definition, ich glaube, die passt besser auf das, was wir da tun. Ich glaube, dass Intelligenz das von außen zugeschriebene Recht ist, autonom selbstbestimmt Entscheidungen zu treffen und relevante Meinungen haben zu dürfen. Das kann man daran sehen, dass wenn wir Leuten Intelligenz absprechen, wir ihnen zum Beispiel Vormünde geben und sie nicht mehr entscheiden dürfen. Dass wenn wir sagen, diese Person ist Professoren, wie heißen die immer, Martin oder Christian oder so, die dürfen zu allem sagen, auch wir tun sie jetzt Intelligenz, das muss man ernst nehmen, auch wenn sie in der AfD sind. Also sehr offensichtlich Unfug. Wir haben auch für andere Sachen, wo wir sehr klar sagen würden, große Problemlösungskompetenz. Wenn das aber Leute sind, die nicht den sozialen Status haben, den wir intelligenten Menschen zusprechen, dann sagen wir, die sind clever, bauernschlau. Wir haben diverse Vokabeln, mit denen wir halt Leuten eben diese Agency nehmen können. Aber wenn man das alles mal zusammenzieht, dann haben diese KI-Narrative eine krasse Wirkung. Und zwar, wir anthropomorphisieren eine KI, behaupten Intelligenz dahin und fangen damit an, technischen Systemen Agency und Autonomie zu geben. Und das erlaubt natürlich den Anbietern plötzlich Dinge zu tun, die wir vielleicht gar nicht wollen. Wir wollen natürlich nicht, dass Anbieter plötzlich Systeme automatisieren können, die wir behandeln sollen wie Menschen und ihnen vielleicht sogar diese Rechte zusprechen. Und das Ganze sorgt für eine krasse Diskursverschiebung. Wir schieben nämlich vom Objekt zum Scheinsubjekt. Wir lesen, KI ersetzt Jobs. Das stimmt nicht. Ein Boss feuert Leute und setzt halt so ein System ein. KI lernt, klingt halt gut, macht unsichtbar, wie viele Leute meistens eben in the Global South für Hungerlöhne anfangen müssen, diese Dinger zu trainieren und den ganzen Rassismus rauszufiltern. KI halluziniert, nein, OpenAI vermietet ein Ding, was offensichtlich Bullshit erzeugt. Das ist was anderes. KI ist die Zukunft. Naja, das ist eine komplette Infantilisierung von uns als Gesellschaft. Weil irgendjemand tausende von Nvidia-Grafikkarten so im Dauerbetrieb heiß laufen lassen kann, sind unsere Werte und unsere Wünsche irrelevant geworden, oder was? Eine andere wichtige Wirkung, die KI hat, ist, dass KI grundsätzlich eine konservative Technologie ist. Denn KI basiert ja immer aus diesem Lernen, in Anführungszeichen. Man hat Daten und dann trainiert man diese Netzwerke und dann können sie diese Daten anwenden. Daten entstehen sehr offensichtlich aus der Vergangenheit. Wir haben sehr wenig Daten über die Zukunft aus, keine Ahnung warum, haben wir vergessen aufzuzeichnen. Und wir benutzen da ja auch nicht alle Daten aus der Vergangenheit, wir benutzen die Daten, die digital vorliegen oder die jemand digitalisiert hat. Kulturen, die zum Beispiel wenig digitale Dinge vorliegen haben, existieren halt nicht. Deren Ideen existieren halt nicht. Die werden von der KI auch nicht produziert. Es wird halt hegemonial das, was so der weiße Westen produziert hat, wieder reproduziert. Wir nageln uns durch KI in so einer ewigen Vergangenheit fest. Und alle progressiven Bewegungen, die uns eigentlich vielleicht wichtig sind, sind damit gehemmt. Wir hatten das in Tim Gebruchs Paper gesehen. Sie sagten halt, Static Training Data, Dynamic Society. Wir haben eine Gesellschaft, die sich verändern will und bauen aber dann Systeme ein, die das nicht können, die das technisch einfach nicht sinnvoll abbilden können. Und, Dankeschön. Hier hatte ich nicht mit Applaus gerechnet, aber cool. Und das Wichtigste, glaube ich, ist, dass KI eine Form von Automatisierung ist. Und das klingt jetzt vielleicht sogar so ein bisschen, ja, offensichtlich. Aber
Wenn wir auf die reale Wirkung schauen, dann ist das, glaube ich, der Kern. Denn es geht beim KI-Narrativ meistens darum, Prozesse zu automatisieren. Nicht nur in der Wirtschaft, sondern eben auch, keine Ahnung, wie wir Texte schreiben. Ich sah so, jemand sagt immer, hier, aber es ist ein tolles KI-System, das kann dir ja zum Beispiel deine Blogposts schreiben, wo ich mir auch die Frage stelle, wenn ich nichts zu sagen habe, dann schreibe ich halt nichts in meinem Blog. Ist ja okay, ich muss das ja nicht. Also warum sollte ich denn da irgendwelchen Müll reinkippen lassen? Die Automatisierung, ich habe lange in der Automatisierung gearbeitet, bevor ich nach Berlin kam, gibt es immer so Standardversprechen. Also so Rationalisierung hört man ganz viel, ist auch so ein Gummibegriff, aber die Produktionsprozesse sollen irgendwie zu standardisierten Ergebnissen führen, die sollen immer gleich ablaufen, dadurch transparent werden in Richtung Management üblicherweise. Es werden immer Produktivitätsgewinne versprochen, so wenn du automatisierst, dann produzierst du mehr mit weniger Ressourceneinsatz und diesen ganzen Kram. Meistens wird nicht gesagt, es geht auch immer um die Schwächung der Position von ArbeitnehmerInnen. Denn wenn ich sage, okay, ich ersetze dich durch eine Maschine, dann wirst du keine Lohnerhöhung fordern, weil dann ersetze ich dich halt durch eine Maschine. Das sorgt einfach für einen massiven Druck auf die ArbeitnehmerInnenschaft. Und das kennen wir unter dem Begriff Taylorismus. Das ist nach Herrn Taylor benannt, der das so um 1900 definiert hat. Und Taylorismus war eben auch der Versuch, Prozesse zu rationalisieren. Damals war halt vieles noch so sehr individuell. Das heißt, man hatte irgendwelche MeisterInnen in bestimmten Betrieben, die wussten, wie Dinge funktionieren. Die haben die Leute einzeln ausgebildet in so einem ganz auch sozialen Austausch, wie man irgendwie Fähigkeiten erwirbt. Und das war Management natürlich so ein Dorn im Auge, weil man war voll von denen abhängig. Das heißt, so die Industrialisten hatten zwar das Geld, denen gehört die Halle, denen gehören die Werkzeuge, denen gehören die Maschinen, aber sie können damit nichts machen. Weil wenn halt die VorarbeiterInnen sagen, leck mich, dann steht die Halle halt. Da war Taylorismus ein Weg, das auszuhöhlen, indem man halt sagt, naja, wir bezahlen halt eine Person, die es ungefähr weiß, die bricht den Prozess auf ganz einfache, dumme Schritte runter, mit die jeder oder jede machen kann oder vielleicht sogar eine Maschine. Und damit kann jetzt Management die Taktung vorgeben, wie Dinge inhaltlich sein sollen und eben nicht mehr die Arbeiter und ArbeiterInnen. Und genau das sehen wir jetzt an dieser KI-Stelle. Also KI ist im Prinzip genau die Anwendung von Taylorismus wieder. Es geht nicht mehr darum, dass vielleicht ich gute AutorInnen habe, die irgendwie wissen, wie man ein Narrativ auf eine coole Art und Weise formuliert. Wenn du wirklich Geld haben willst, dann macht ChatGPT das ab jetzt halt eben. Und das Versprechen der Effizienz, was wir immer wieder sehen mit dieser Automatisierung, was geworden ist, auch das kann man mal kritisch beleuchten. In einem Artikel von 2023 hat Aaron Benaneff, auf den kommen wir gleich mal zu sprechen, sich mal angeguckt, okay, dieses ganze Versprechen von Effizienz und wir sind nur effizient, wenn wir automatisieren, stimmt das eigentlich? Volkswagen hat die 2010er investiert, um Roboter in den Produktionsprozess einzuziehen. Deutschland ist mit Japan das Land, was am meisten Roboter im Produktionsprozess einsetzt auf der ganzen Welt. Toyota, der effizienteste Automobilbau auf der Welt, hat die Roboter rausgeschmissen, weil die sind zu statisch. Der Markt verändert sich ständig. Wenn ich Menschen da habe, denen kann ich sagen, wir machen das ab morgen anders, Roboter nicht. Toyota hat also entschieden, nein, das ist eben nicht rational, das ist eben nicht effizienter, es zu tun. Und wenn wir über Produktivitätsgewinne sprechen, dann kann man an diesem Buch nicht vorbei, The Rise and Fall of American Growth von 2017. Robert J. Gordon hat sich mal angeguckt, diese ganze Technologiegeschichte, die wir machen, macht die uns eigentlich effizienter? Würde man ja denken, wird immer behauptet. Und es gab in der Geschichte, das sind jetzt die US-amerikanischen Daten, von 1920 bis 1970 extreme Produktivitätssteigerungen jedes Jahr. Insbesondere wichtig ist dieser schwarze Block, TFP. TFP ist die, ich muss es kurz vorlesen, die totale Faktorproduktivität. In der Ökonomie ist das ein Maß, mit dem man halt das, was man einbringt an Kapital und das, was rauskommt, gegeneinander korreliert. Und Zugewinne bei der TFP sind das, was man technischen Prozessen zuschreibt. Das heißt, TFP misst eigentlich, ob technische Prozesse uns effektiver machen oder nicht. Und wenn wir uns 1970 bis 2024 angucken, TFP ist fast null. Wir werden nicht produktiver durch dieses Zeug. Man hätte erwartet, da wurde Internet, iPhone, Personal Computer, dieser ganze Shit ist da gekommen. Es hat uns nicht produktiver gemacht. Vielleicht hat es unser Leben besser gemacht und wir wissen auch nicht genau, warum nicht. Das ist offene Forschungsfrage. Machen wir mehr Bullshit? Ist der Maintenance-Aufwand für die Systeme so groß, dass wir darin halt unser Geld verquissen? Keine Ahnung. Schicken wir zu viele E-Mails? No idea. Aber wir können auf jeden Fall messen, dass wir nicht produktiver werden durch dieses Zeug. Das heißt, das Versprechen ist ein bisschen hohl, okay. Was bringt KI denn dann so wirklich? Naja, ein Beispiel, how it started. Vor ein paar Tagen kam es raus, eine Eating Disorder Helpline, also eine Helpline für Personen mit Essstörungen, feuert alle MitarbeiterInnen, nachdem die sagen, wir wollen eine Gewerkschaft.
Das ist halt ein harter Job, das ist ein mental unglaublich harter Job. Die wollten halt bessere Arbeitsbedingungen und haben gesagt, ihr seid raus. Wir machen das mit dem Chatbot. How it's going? Der Chatbot wurde ausgeschaltet, weil er halt harmful things did. Also ein Zitat ist, Tessa ist der Chatbot, alles, was Tessa sagte, waren Dinge, die mich in meine Essstörung getrieben haben. Also absolut gefährlich, was dieses Ding tut. Ich habe das nochmal herangezoomt und nebeneinander gelegt, wenn wir auf die Daten gucken. Es begann, 25. Mai haben sie gesagt, wir feuern euch alle, wir machen das mit einem Chatbot. 30. Mai, ups, wir müssen den Chatbot ausschalten, das ist ja komplett toxisch, was wir machen. Das ist jetzt auch nicht das erste Mal. Vielleicht die Älteren unter uns erinnern sich an Tay, den Twitter-Chatbot, den Microsoft Research mal am Laufen hatte. Es dauerte einen Tag, bis das Ding Nazi-Propaganda verbreitete. Niemand kann davon überrascht sein, aber wir sind ja immer noch in dieser Fuck-Around-and-Find-Out-Phase von KI. Die Gefahr von KI ist nicht, dass KI so gut ist wie Menschen und dass das wirklich eine Helpline betreiben kann. Die Gefahr ist, dass deinem Boss das scheißegal ist. Das interessiert den nicht. Denn natürlich kann man sagen, ich produziere ein tolles, hochqualitatives Produkt für 80 Euro das Stück, verkaufe es für 100 Euro, 20 Euro Profit. Ich kann nur Leute rausschmeißen, ich mache das automatisiert mit ein bisschen KI-Gedöns und so weiter. Das Produkt ist Trash, aber ich muss nur 20 Euro reinstecken, ich kann es für 50 Euro verkaufen, mache ich 30 Euro Profit. Ich habe mehr davon, wenn ich das tue an der Stelle. Und von daher muss einem klar sein, dieser ganze Narrativ, naja, ist KI besser als Menschen oder nicht, das ist irrelevant, darum geht es nicht. Es geht darum, dass es genutzt werden kann als Narrativ, um euch viel aus der Hand zu nehmen. Nun war dieser Talk bis hierhin ein ziemlicher Downer. Das tut mir leid. Aber es gibt ein häufig etwas verhasstes Schulfach, mit dem wir jetzt doch was tun können, und zwar Geschichte. Es gibt Ladesen. Und für die Leute, die das nicht kennen oder was dieser Begriff bedeutet, Ludit im Deutschen wird auch eigentlich nur als Beschimpfung benutzt oder im Deutschen die eigentliche Übersetzung, die viele kennen, ist noch Maschinenstürmer. Vielleicht ist da aber trotzdem was zu holen. Und bevor wir uns mal angucken, was da eigentlich passiert ist damals und was die Denkweise da war, möchte ich auch noch einmal auf eine Außenperspektive auf die Luditen kommen, weil ich glaube, die nochmal motiviert, weshalb das, was ist, mit dem es wert ist, sich zu beschäftigen. Das nächste Buch, ich hoffe, ihr seid bereit zum Lesen. Wieder David F. Noble, von dem wir schon mal gehört haben. Das ist der The Religion of Technology Guy. Schrieb, das ist jetzt 93, sogar ein bisschen älter, das Buch Progress Without People, New Technology, Unemployment and the Message of Resistance. In dem er sich eben damit mit der Arbeitslosigkeit, die durch Technologieeinführungen erzeugt wurde, beschäftigte. Und er beschrieb, naja, wir leben also in einer Zeit, in der wir durch so technologischen Determinismus, das heißt, die Welt heute ist so wegen der Technologie in der Vergangenheit, die wir entwickelt haben, das heißt, die Technologie bestimmt, wie unsere Welt heute aussieht, und diesem technologischen Fortschritt. Wir müssen KI entwickeln, deshalb müssen wir heute alles tun, um diese KI in der Zukunft zu entwickeln, gefangen und haben nicht mehr die Möglichkeit, über das Jetzt zu sprechen. Weil wir haben einerseits, naja, wie jetzt ist, keine Ahnung, können wir nichts für, das ist halt die Technologie von damals, der Verbrennungsmotor wurde halt erfunden, können wir nichts machen. Und naja, wir müssen jetzt irgendwas anderes erfinden, um in Zukunft irgendwas zu tun. Wir können uns nicht mit dem Jetzt beschäftigen. Und seine Analyse sagte, die Luditen waren wahrscheinlich die Letzten im Westen, in der westlichen Welt, die Technologie einfach im Jetzt angeguckt haben und auch bereit waren, auf Basis dessen zu handeln. Kommen wir kurz zu den Luditen, eine kurze historische Timeline. Im 18. Jahrhundert hat England die weltweit größte Textilindustrie. Das war das, was wir heute systemkritisch nennen würden. Also der englische Reichtum basierte zu großen Teilen auf dieser Textilindustrie. Aber das war natürlich alles so ein Prozess, wie man es kannte. Natürlich gehörten die Fabriken irgendwelchen Industriellen, aber es war halt immer noch ein sehr, sehr manueller Prozess, sehr, sehr viel Expertise. Das waren gut ausgebildete Leute, die in diesem Bereich arbeiteten und die halt dann immer ihre Auszubildenden hatten und die dann langsam Dinge weitergaben. Am Ende des 18. Jahrhunderts wurde der Powerloom, also die Webmaschine, erfunden. Das ging so 1770 los und das ist ja nicht was, das baut man jetzt und dann ist das deployed, sondern wird das schrittweise weiterentwickelt. Es dauert dann so 30 Jahre, bis es wirklich in irgendeiner Form sinnvoll einsetzbar war. Und zwischen 1811 und 1812 wurden hunderte dieser Webmaschinen im Namen von Ned Ludd zerstört. Das heißt, die ArbeiterInnen gingen nachts in die Fabriken und haben diese Dinger zerschlagen. Ned Ludd war damals ein eingebildeter General. Also sie sagten immer, manchmal wurde er General, manchmal wurde er König genannt. There's no king, but King Ludd. Oder halt der General Ned Ludd. Ned Ludd gab es nicht. Das war einfach eine Erfindung. Sie brauchten halt ein Meme, weil niemand sich da vorne hinstellen würde, weil sie wussten, was passieren würde. Was passierte im Jahr 2012, ist, dass das Parlament ein Gesetz erließ. Und zwar The Destruction of Stocking Frames Act.
Das ist ein Gesetz, das spezifisch die Zerstörung von Webmaschinen unter Todesstrafe stellte. Nur so, also das ist so, wenn, das ist schon ganz weit draußen an Bestrafung. Also wir sehen, wie gewichtig das für eben die Machteliten in dieser Welt waren. Das hat natürlich am Ende, haben die Luditen auch nicht gewonnen. Sehr offensichtlich haben sie die Webmaschinen durchgesetzt. Aber interessanterweise erst 1830 waren Webmaschinen in der ökonomischen Bedeutung den klassischen manuellen Webstühlen überlegen. Davor war das immer noch eigentlich alles manuell, was passiert. Das heißt, die Luditen haben sich etwas angeguckt, was sich entwickelte, sahen, welche Effekte das auf sie und ihre Communities hat und haben gesagt, nein, das darf nicht passieren. Das ist gefährlich für uns und für unser Auskommen und dafür, dass unsere Familie eben hungert oder nicht hungert. Es gibt in der letzten Zeit, nächste Buch, wir wissen, Test am Mittwoch. Das ist verhältnismäßig neu noch, ich glaube aus dem letzten Jahr, 2021, vorletztes Jahr. Gavin Mueller, ein Forscher an der Universität Amsterdam. Breaking Things at Work, Why the Luddites Were Right About Why You Hate Your Job. Beschrieb er eben den Widerstand der Luditen. Er sagte, naja, das hat nichts mit Technophobie zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass sie sich gegen die Industriellen stellen, die ihre Art zu leben, ihre Werte, die Art, wie man vielleicht auch seine Trade, also seine Fähigkeiten weitergab. Da gab es ja so, auch im Mittelalter, wir kennen das Gilden, und es gab so diese Auszubildenden- und Ausbilderbeziehungen, dass das unterlaufen wurde und sagten, dass wir sind damit nicht einverstanden. Und es ging nicht darum, dass da Maschinen sind, es ging darum, durch die Art, wie diese Maschinen eingesetzt werden sollten, eben die Zerstückelung der Arbeitsprozesse, das Entkehren von Arbeitnehmerrechten. Ich finde ein schönes Zitat so, to say they fought machines makes about as much sense as saying a boxer fights against fists. Das ist halt Unfug. Es geht darum, dass das ein wichtiges, eine Waffe war, die gegen sie eingesetzt wurde, nicht die Maschine selbst. Und wir können von den Luditen einige Dinge lernen. Und das Erste, dass man Menschen, Communities und Werte ins Zentrum stellt. Und das hat viele, interessanterweise, Effektivitätsgewinne. Denn wenn wir uns mit so neuen Technologien beschäftigen, hören wir häufig, ja, jetzt müssen wir Gesetzgebung für schaffen. Bei Krypto gab es das auch, die brauchten dann ganz eigene Gesetze, weil es ist ja kein Betrug, wenn der Betrug auf der Blockchain ist. Deshalb braucht man einen eigenen regulativen Rahmen für. Und genau das sehen wir jetzt auch bei der KI. Also die EU häkelt seit Jahren an einem AI-Act rum und immer wieder neue Entwürfe und so weiter. Anstatt zu sagen, naja, was sind denn eigentlich die Werte, die wir verfolgen? Und vielleicht haben wir auch schon die meisten Gesetze, die wir brauchen und die wir anwenden können auf diesen neuen Automatisierungskontext. Vielleicht gibt es halt schon Gesetze, die Rechte von ArbeitnehmerInnen beschreiben. Weiß ich nicht. Ich habe gehört, dass es da was gibt. Das macht natürlich das Leben viel einfacher, weil wir nicht hechelnd irgendwie Sam Altman bitten müssen, ob er uns nicht diktiert, welche Regulierung er gerne haben würde, sondern wir sagen, naja, wir wissen ja, wir haben Regulierung zu Hause, wir müssen keine neue kaufen, die man das mit seinem Dreijährigen auch immer verhandeln muss. Man kann lernen, dass man Technologie in der Gegenwart verhandeln möchte, dass man nicht sich blenden lässt von Versprechungen davon, dass alles irgendwann gut wird, wir müssen das jetzt nur machen, irgendwie, aus irgendwelchen Gründen. Wir können selber unsere politischen Visionen formulieren und sehen, ob Technologie denen entspricht oder nicht. Und wenn es denen jetzt nicht entspricht, gibt es keinen Grund zu glauben, dass sie das nächstes Jahr, übernächstes Jahr, in 5 Jahren, in 10 Jahren tut. Auch wichtig, nur weil es eine positive Erzählung für eine Technologie gibt, heißt das nicht, dass das auch positive Ergebnisse haben wird. Wir haben das auch durchaus im Internet gesehen, aber ein gutes Beispiel ist natürlich auch die Maschinen selber. Natürlich haben diese Maschinen sind ja nicht aus dem Nichts entstanden. Die damals aktiven TextilarbeiterInnen haben an der Entwicklung dieser Maschinen mitgearbeitet, sonst hätte es keiner machen können, weil die waren die Einzigen, die wussten, wie man webt. Die hatten sich halt davon versprochen, okay, wir müssen weniger arbeiten. Wir müssen uns halt nicht den Rücken kaputt machen in dieser Arbeit, sondern vielleicht werden unsere Arbeitsbedingungen einfach besser. Oder ich muss nur 30 Stunden die Woche arbeiten und nicht 60 und ich sehe meine Kinder mal. I've heard they're nice people. So, das wären ja alles Möglichkeiten, wie man das auch denken kann. Das ist eine Erzählung, die wir immer auch bei KI hören. Wir müssen alle in Zukunft weniger arbeiten. Ist nicht, was passiert. Wir sehen das bei aller Automatisierung. Es ist nicht, dass wir weniger arbeiten müssen. Es wird eher gesagt, ihr müsst noch mehr arbeiten und bitte auch nachts erreichbar sein. Und das Wichtigste, das Allerwichtigste, und wenn ihr nichts aus diesem Talk mitnehmt, dann das, bitte. Nichts ist alternativlos. Es gibt nichts Alternativloses. Wir können jederzeit entscheiden, dass wir Dinge anders haben wollen. Und es wird immer jemand sagen, aber jemand anderes macht es trotzdem. Danke. Und dann kommt aber immer diese Ausrede, ja, aber jemand anderes macht das trotzdem. Dann, insbesondere, wenn man auf EU-Ebene guckt, das ist halt immer so eine sehr xenophobe, insbesondere sinophobe Sache. Der Chinese, der hat nämlich keine Werte
Und wir Europäer haben Werte, wir müssen das aber auch machen, weil sonst macht es der Chinese. Was natürlich komplett geschmacklos und ein rechtes Narrativ ist, aber das ist doch nicht, wovon wir uns sonst beeindrucken lassen. Also zu sagen, naja, jemand könnte das machen. Wir haben zum Beispiel entschieden, dass man an Embryonen nicht genetisch rummanipulieren darf. Haben wir gesagt, nee, ist halt nicht. Und theoretisch könnte das jemand irgendwo auf dem Planeten machen. Das heißt nicht, dass wir sagen, ja gut, wenn es einer irgendwo machen kann, dann lassen wir es sein. Dann können alle alles machen. Nein, wir sagen, das entspricht nicht dem, wie wir leben wollen. Und wenn wir rauskriegen, dass du es machst, kriegst du halt auf den Deckel. Und wir machen es an vielen anderen Stellen auch, bei Umweltregulierung. Leider nicht bei Kinderarbeit, aber working on it. Also es gibt halt viele Dinge, wo wir eigentlich in genau diese Richtung arbeiten. Hier tun wir nur so, weil es Technologie ist, dass, ja gut, kann man nichts machen, jemand anderes kann ja auch so ein Netzwerk betreiben. Und ich glaube, dass es drängt. Wir haben da jetzt leider nicht unendlich viel Zeit für. Das heißt, nach dem Test am Mittwoch seid ihr alles Konvertiten und legt richtig los. Es gibt noch ein wichtiges Buch, was im letzten Jahr rauskam, von Dan McQuillan, Resisting AI. Dan McQuillan arbeitet an der University of London, ist so Creative Technologist, und hatte sich eigentlich vorgenommen, ein Buch über KI zu schreiben, in dem steht, wie man das positiv und gut für die Gesellschaft einsetzen kann. Also das hat er angefangen zu schreiben und es hat nicht funktioniert. Er hat festgestellt, nope, ich glaube, wir müssen da anders reingrätschen. Und ein wichtiges, ich habe ein paar Snippets draus, eine wichtige Aussage ist halt, es geht nicht, dass KI eine neue Dystopie wie halt in 2001 erzeugt, wo wir von irgendwelchen KIs kontrolliert werden. Bullshit. Was passiert ist, dass die Unterdrückung und die strukturelle Gewalt, die wir jetzt schon sehen, durch zum Beispiel reiches Finanzkapital, die wird einfach intensiviert. Wir machen die Leute, die jetzt schon uns unterdrücken, noch stärker durch diese Technologien, die wir ihnen an die Hand geben. Und dass da drin diverse rassistische und andere diskriminierende kolonialistische Dinge in den Daten stecken, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt. This is the payload of real AI under the status quo. Weil KI eben nicht im leeren Raum irgendwo implementiert wird, sondern in dieser Welt. Die Leute, die das Geld haben, diese Nvidia-Karten zu kaufen oder Amazon diese Millionen Euro-Beträge zu zahlen, sind halt die, die Geld haben. Das sind nicht die Leute, die eigentlich Hilfe bräuchten. Und als zweites Zitat noch aus dem Buch, gerade unter dem Eindruck von Krisen, und ich weiß nicht, wir haben schon mal von Krisen gehört, so Pandemien, Wirtschaftskrisen, Energiekrisen, bieten diese Technologien, weil sie halt so eine Pseudorationalität haben, eine krasse Anschlussfähigkeit in autoritäre und faschistische Bewegungen. Plötzlich sage ich, naja, wir müssen jetzt halt Triage effizienter machen, weil wir haben halt unsere Krankenhäuser voll. Dann machen wir das jetzt mit KI, die ist nämlich zumindest fair und dann wird halt da entschieden, wer oder was jetzt die Behandlung kriegt. Und das ist strukturell ein Problem, mit dem wir uns insbesondere unter Krisen, und wir leben in Late-Stage-Capitalism, von daher sind Krisen einfach etwas, was uns unser Leben lang, bis wir das loswerden, beschäftigen wird, ist etwas, was wir einfach im Auge behalten müssen. Und deshalb sagt er, given this, a shift to resisting AI is not only necessary, but urgent. Es ist nicht nur notwendig, dass wir uns dagegen stellen, an bestimmten Stellen, sondern es ist absolut dringend. Und das letzte Buchempfehlung für heute, und dann habt ihr euer Programm fertig. Aaron Benenough, den ich vorhin schon mal erwähnte mit meinem Artikel, hat 2022 ein Buch geschrieben über Automatisierung im Allgemeinen, der sich angeguckt hat, wie funktionieren eigentlich so Automatisierungsdiskurse. Der hat sich auch viel damit beschäftigt, haben Roboter eigentlich wirklich Jobs ersetzt? Eigentlich nicht wirklich so viel, weil Roboter können gar nicht so viel, die können halt schwere Dinge heben, sehr häufig. Aber das ist gar nicht so viel Arbeit, die das bedeutet. Beschrieb, naja, moderne Narrative von Automatisierung und eben auch KI, die gehen halt immer davon aus, das wird alles kommen. Und dann muss man irgendwie gucken, wie kann man da jetzt noch so eine Gesellschaft reinpressen, die funktioniert. Es wird voll alles KI werden und müssen wir dann vielleicht eine Maschinensteuer einführen oder gibt's Sozialsystem vielleicht, damit die Menschen noch was essen können, was machen wir so? Man kann das aber andersrum denken. Man kann auch einfach davon ausgehen, wie wollen wir, dass wir alle Menschen leben. Wir können einfach davon ausgehen, dass wir die Menschenwürde und die Entfaltung und das Glück von allen ins Zentrum setzen und dann gucken, welche Technologien wir dafür brauchen. Und vielleicht müssen wir dann auch gar nicht mehr alle 40 Stunden in Bullshit-Jobs leben, sondern wir automatisieren ganz viel Zeug weg und arbeiten alle 10 Stunden und den Rest legen wir in der Hängematte, wenn wir das wollen. Und das bedeutet, wir müssen lernen, zu bestimmten Systemen Nein zu sagen. Das ist nicht immer leicht, denn Technologie ist extrem attraktiv. Und ich merke das in meinem Oeuvre auch sehr viel. Leute sagen immer, erstens, ich habe es nicht verstanden, zweitens, ich bin zu doof und drittens, ich hasse alles. Die ersten zwei mögen stimmen, aber ich hasse nicht alles. Es ist halt super leicht, immer über Potenziale zu sprechen. Man wirkt super kompetent. Man wirkt halt so, als wäre man aufgeschlossen. Und dann hängt man dazu, ja, es gibt auch Risiken und dann muss man mehr Bias aus den Daten raustrainieren und man hat noch einen Ethik-Forschungsbereich, was auch immer man dann also haben will. Dadurch wirkt man halt rational, überlegt, zukunftsgewandt. Aber man kann Nein sagen.
Man kann sagen, nein, das ist gerade unter den Bedingungen, in denen wir sind, nicht zu retten. Wir können das gerade nicht einsetzen. Und das ist eine Fähigkeit, bei der ich hoffe, dass ihr vielleicht den Mut dahin ein bisschen mitnehmen könnt aus diesem. Und genauso dieses, es gibt keine Alternative. Das ist ein politischer Move. Das hat nichts mit Technik zu tun. Das ist ein politischer Move, um euch zu sagen, dass eure Meinung weniger wichtig ist als die Meinung von denen, die entscheiden dürfen, dass etwas alternativlos ist. Das ist komplett infantilisieren. Und ihr habt ein Recht zu sagen, fuck you. Und final, der letzte Satz. Eine bessere Welt für uns ist möglich, wenn wir uns dafür entscheiden und wenn wir dafür kämpfen. Und wir haben die verdient. Vielen, vielen Dank. Es gibt die Möglichkeit für Fragen und Kommentare. Wir haben ein Mikrofon, das zu euch kommt, wenn ihr ganz deutlich eure Hand hebt oder irgendwie sonst auf euch aufmerksam macht. Ganz deutlich. Da ist die erste, danach haben wir dich gesehen. Okay. Sehr schöne Auseinandersetzung, danke. Aber was fehlt mir, wenn wir reden über KI und diese Firmen, ist ein bisschen mehr zurückschauen über die ganzen Geld, was sie haben, irgendwie die Reichtum, was sie haben erreicht, von alle die Daten, was sie haben von uns geklaut, unsere Labor. Wie können wir reagieren auf, wir wollen das alles zurück von, was sie haben schon geklaut. Wir wollen, dass sie müssen was zurückgeben von diesen Commons, was sie haben da geklaut und zerstört. Was können wir tun? Also es gibt ja zwei Varianten. Das eine ist, ich bin kein großer Fan von dieser meine Daten sind mein Eigentum-Narrative, die man da manchmal auch hört, so die haben meine Daten geklaut und jetzt will ich die wieder haben. Ich glaube, das ist halt im Digitalen ist das schwierig, weil zurückgeben nicht so leicht funktioniert. So. Das ist. Aber natürlich könnte man argumentieren, naja, wenn die halt sich so an den Commons, wie es richtig genannt hast, bereichern, dann müssen sie da irgendwas zurückgeben. Das ist so die neoliberale Antwort immer, gibt es halt eine kleine Steuer vielleicht oder eine Abgabe oder eine Umlage, die sie irgendwie machen können. Okay, das ist so die ganz kleine Variante, die man sich vorstellen kann. Auf der einen Seite gibt es ja auch mehrere Leute, die sagen, wir machen das jetzt alles in Open Source und dann ist es ja auch, geht es ja zurück an die Allgemeinheit, weil es dann allen zur Verfügung steht. Erstens die Tatsache, dass es Open Source ist, löst, glaube ich, unser Problem nicht. Denn das bedeutet halt nur, okay, Leute, die viel Geld haben, müssen jetzt nicht mal mehr die Entwicklung selber bezahlen, sondern nehmen dann halt Stable Diffusion oder was auch immer man also irgendwie nehmen kann, können das sogar nachtrainieren. Das ist so für Leute wie mich interessant. Also mein Job ist ja, neue Technologien mir anzugucken und zu sehen, ob das für die Firma, für die ich arbeite, relevant ist. Und da ist so, oh, Open Source KI, die ich nachtrainieren kann für meinen Fall. Geil, das spart mir halt 100 Tage Arbeit, das ist schön. Aber ich sehe das noch nicht als wirkliches Zurückgeben. Und was es ja nicht tut, ist irgendwie auch dieses Narrativ in Frage stellen. Zu sagen, ja, jetzt müssen dann die KIs auch alle irgendwie Open Source und in den Commons sein. Ist halt trotzdem die Frage, naja, wir wollen nicht einfach allen die Messer in die Hand geben, sondern wir wollen uns die Frage stellen, was tut denn das? Also was würde jetzt, wenn wir das wirklich überall zur Verfügung stellen, kostenlos? Jede Content-Schleuder hat halt jetzt kostenlos Textgenerierungsmöglichkeiten und muss nicht mal mehr OpenAI ihre Steuer zahlen. Ich weiß nicht, ob das wirklich unsere Probleme an der Stelle löst. Von daher, ich glaube, dass dieses Zurückgeben noch zu sehr in dem Narrativ gefangen ist, sondern dass wir eher politisch aktiv werden müssen, sagen müssen, es gibt bestimmte Dinge, da wollen wir das nicht und wir erlauben das an der Stelle nicht. Und bestimmte Dinge, da kann das natürlich Mehrwert bringen, wie ich auch zu Beginn sagte. KI ist ja nicht nichts. Und wir kennen diverse Fälle, wo man das sinnvoll einsetzen kann, weil man halt genau über den Kontext nachdenken kann und sehr genau sagen kann, okay, wenn man so ein System in genau diesem Kontext einsetzt, unter diesen Bedingungen, dann kann das auch sehr okay sein und kann vielleicht sogar das Leben von Leuten besser machen. Und ich glaube, dass das hilfreicher ist, als zu versuchen, da jetzt vielleicht irgendwo dann so Steuereinnahmen rauszuholen oder Open Sourcing von Modellen zu erzwingen. Aber danke für die Frage. Hallo, lieber Tante, danke für den schönen Talk. Ich habe eine Frage, und zwar der ELIZA-Effekt. Also nochmal, dass man das Gefühl hat, da sind Emotionen drin, da ist ein Bewusstsein drin in so einem System, wenn ich mit dem interagiere. Du hast ja gesagt, oder wir wissen ja, dass es ja schon ganz früh bei diesen ersten Leuten, die das gemacht haben, selber den Source-Code gesehen haben, war das ja irgendwie vorhanden. Und du hast doch diesen wichtigen Satz,
Und damit stimme ich so ein bisschen überein in meinem Gefühl. Ich habe gar nicht Angst für KI, sondern dass mein Boss sagt, ey, das ist krass, das wird alle ersetzen. Und das ist irgendwie so mächtig, das ist besser, als wenn Menschen den Job machen. Wie nimmst du mir denn meine Sorge davor, dass dieser Eliza-Effekt anscheinend so, so stark ist? Ich fühle ihn ja selber quasi, wenn ich mich mit, also bestimmte Sachen, ChatGPT finde ich underwhelming so, aber andere Sachen denke ich wieder so, wie kann das sein? Wie kann ein statistisches System denn diesen Output generieren? Das hast du vielleicht ja manchmal auch, aber wie begegnet man dem? Ich glaube, bei solchen, gerade bei diesen Cognitive Biases, und der Eliza-Effekt ist ja auch nur einer davon, es kann halt manchmal einfach helfen, bewusst zu sein, dass es das gibt. Und insbesondere, ich bin ja auch, habe ja auch mehr Jahre, als ich bereit bin zuzugeben, Informatik studiert. Ich müsste ja, man würde denken, ich bin ja davor gefeit. Ich verstehe das ja. Ich kann ein neuronales Netzwerk von Grund auf programmieren, diesen ganzen Schickimicki so. Auch natürlich, ich habe manchmal so diesen Effekt, weil es ein psychologischer Effekt ist. Da hilft einem das nicht gegen, aber man kann, wenn man es zumindest davon mal gehört hat und weiß, okay, das ist was, gegen das niemand gefeit ist. Das ist etwas, was wir einfach, wir projizieren auf Dinge. Wir projizieren ja auch auf Wolken irgendwelche Bilder, die wir alle wissen, dass die nicht da sind. Trotzdem sehen wir dann halt einen Drachen, der über uns fliegt. Das ist halt einfach, wie wir gebaut sind. Wir Menschen sind Mustererkennungsmaschinen und wir erkennen halt Muster und projizieren halt Intelligenzen auf Dinge, die mit uns interagieren. Wenn man sich darüber bewusst ist, kann man dann manchmal diesen Narrativen anders begegnen. Das hilft dir wahrscheinlich nicht gegen deinen Boss, befürchte ich, weil der hat gar kein Interesse daran zu verstehen, dass er da vielleicht irgendwelchen etwas halbseidenen Versprechen aufgesessen ist. An der Stelle hilft halt das Organisieren. Da helfen Gewerkschaften. Da hilft es, politisch aktiv zu werden. Da hilft es einfach, die Grenzen dafür abzustecken, was überhaupt denkbar ist. Und wenn halt dein Boss sieht, okay, wenn ich das auch nur anfasse, dann wird das so hässlich und teuer für mich, dass es sich nicht lohnt, dann ist man vielleicht auch in einer anderen Situation. Das heißt, wir sind da gerade schon, glaube ich, in so einem, wir müssen viele alte Dinge wiederbeleben. Und ich meine, ich bin damit jetzt nicht so ein Retro-Mensch, der denkt, früher war alles besser, sondern eher ein, Gewerkschaften können halt ein, und die Deutschen sind leider manchmal sehr zahnlos, ich gebe es zu, aber vielleicht kann man denen Zähne wiedergeben. Hallo, du hast eben gesagt, wir müssen Nein sagen zu KI. Und also wir reden jetzt sehr groß darüber, wo eine große Masse KI benutzen kann über ChatGPT, aber die Probleme sind ja 10, 15 Jahre alt, das ist ja schon ewig so. Jetzt ich als Privatperson, ich schreibe eine Bewerbung. Ich weiß nicht, ob der Mensch, der die Bewerbung entgegennimmt, ob der KI nutzt, um mich auszusortieren oder nicht. Wie kann ich denn im Privatleben, in meinem allgemeinen Alltag Nein sagen zu KI, wenn ich gar nicht weiß, wo sie eingesetzt ist? Mhm. Völlig richtig. Also an der Stelle werden wir das nur über harte Regulierung hinbekommen. Also ich persönlich denke, dass halt solche Systeme in Bewerbungsprozessen beispielsweise einfach nichts verloren haben. Weil wir wissen, dass sie rassistisch sind. Sie wissen, dass sie exklusiv sind. Das ist seit wirklich Dekaden gezeigt. Da kann niemand sagen, ups, das wussten wir gar nicht. Und wir wissen auch, dass es nicht daran liegt, dass da nur zu wenig Daten drin sind. Ich glaube, man kann hier eine Parallele ziehen zu diesem ganzen Climate Change-Diskurs. BP hat ja sehr clever diesen Carbon Footprint etabliert als Gedanke, mit dem sich alle nur noch beschäftigen. Wir reden nicht über die strukturellen Probleme, sondern du selber musst jetzt ein E-Auto kaufen, damit irgendwie das Problem gelöst ist. Das ist natürlich einerseits problematisch, dass man halt so die Verantwortung für strukturelle Probleme auf die Individuen schiebt. Was aber Studien gezeigt haben, ist, dass Menschen, die sich damit auf eine Art und Weise affirmativ beschäftigen, die halt sagen, okay, ja, ich habe aber eine Verantwortung, selbst wenn die nicht den riesen Impact hat, die sind später auch, die akzeptieren Regulierung eher und beschweren sich dann nicht, dass man vielleicht sagt, okay, Autos haben in der Innenstadt nichts verloren oder wir müssen alle mehr Bahn fahren oder solche Geschichten. Von daher hat das eben doch auch einen Effekt, einfach zu zeigen, nein, wir können an der Stelle sagen, nein, man kann, ich brauche, und es gibt natürlich auch, sagen wir mal, ungefährlichere Dinge, wenn ich so für, keine Ahnung, ich brauche ein kleines Bild für irgendein blödes Ding und ich schmeiße jetzt Midjourney an und habe dann irgendwie so ein blödes Bild. Am Ende tut das wahrscheinlich keinem weh, weil ich hätte wahrscheinlich vorher auch keinen Künstler, keine Künstlerin bezahlt. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich gebe ein Buch raus und ich lasse ein Buchcover irgendwie von KI generieren, das ist eine andere Geschichte. Das heißt, wir haben vielleicht je nachdem, wo wir arbeiten, auch doch immer wieder kleine Stellen, wo wir sagen, nein, ich will das nicht. Ich lasse das nicht zu. Und das kann auch, wenn man, und sei es nur ins Internet schreibt und sagt, und auch das ist nur eine blöde kleine Lizenzierungsfrage und wie gut das rechtlich durchsetzbar ist, ist auch noch eine Frage. Aber man kann zum Beispiel sagen, ich möchte nicht, dass meine Texte fürs Trainieren von KI-Systemen verwendet werden. Ich will das nicht, ich finde das falsch und ich finde das unangemessen. Und man kann das an der Stelle einfach sichtbar machen, dass es eine Position ist, die man haben kann. Und die, bei der andere vielleicht einmal ins Denken kommt und sagen, stimmt, bestimmte Sachen, die da laufen, die sind auch ganz schön doof.
und die will ich nicht in meinem Leben haben und ich finde nicht, dass eine Gesellschaft das so an der Stelle haben sollte. Von daher, das Individuelle löst das strukturelle Problem nicht, aber das tut es nie. Das heißt aber nicht, dass das Individuelle wertlos ist oder keinen Impact hat, weil wir sind halt alle Menschen mit so ein paar Menschen um uns rum. Wir sind ja nicht die Gesellschaft, wir sind so ganz kleine Communities, Freunde, Familien, wie auch immer. Und wenn eine Person in so einer Community für Dinge brennt und für Dinge irgendwie einsteht, dann ändert das eben die Community. Und wenn das ganz viele Leute an vielen Stellen machen, ändert es irgendwann die Gesellschaft. Ich habe jetzt nur eine Frage da. Gibt es noch eine weitere Last Call? Mache ich einmal, dann bist du die mit der letzten Wortmeldung danach. Genau. Erstmal herzlichen Dank und Gratulation zu diesem Vortrag. Da hat sich der Besuch schon gelohnt. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, doch, darfst du mal annehmen. Eine Frage, eine kurze. In dem Zusammenhang wird immer von exponentiellem Wachstum gesprochen. Also für das Hier und Jetzt unterstreiche ich genau das, was du sagst. Aber es hat ja immer so diese Komponente, wir überblicken ja gar nicht, was da passiert und haben ja im Prinzip eine Geschwindigkeit, da werden wir einfach nicht mitkommen. Ist das auch nur ein Narrativ aus deiner Sicht oder ja, ist da was dran? Es ist genau sein Narrativ. Wir kennen das so aus der Informatik, gab es Moore's Law immer. Prozessor werden immer schneller und als immer schneller. Moore's Law ist kollabiert vor mehreren Jahren schon. Und es wird jetzt immer an der Stelle, aber das jetzt, das wird auf jeden Fall exponentiell wachsen, sehen wir aber einfach nicht. Wir sehen halt, dass OpenAIs Zeug, ja, die haben mehr Daten reingestürft und das sind bestimmten Standards, diesen Tests besser als Netze vorher, aber sind jetzt auch nicht Größenordnung besser. Sie haben einfach mehr Geld auf das Problem geworfen, auch bei Stable Diffusions. Kommt ja eigentlich aus München von der Forschungsgruppe, die das erfunden hat und dann kam halt Stability und sagte, hier habt ihr Geld und Nvidia-Grafikkarten, have fun. Dieser Sprung ist, ja, jemand hat da halt ein bisschen mehr Geld drauf geworfen, dann sieht der Parlor-Trick, also dieses komische... dieser Kabarett-Trick irgendwie netter aus, aber am Ende strukturell ist es eben nicht besser geworden. Das heißt, es ist wirklich ein weitgehend loses Narrativ. Wir sehen sehr wenig exponentielles Wachstum in Dingen, außer vielleicht bei der Klimakrise, aber das ist eher ein Problem, denn etwas Aspiratives. Ja, hallo, danke für deinen Talk und danke, dass du das Thema Diskursverschiebung ansprichst. Und ich wollte fragen, ob du Journalistinnen, die über KI schreiben, da eine bestimmte Rolle zuschreibst oder vielleicht auch einen Wunsch an die hast, wie über sogenannte KI berichtet werden sollte? Super Punkt. Ja, natürlich hat nicht nur der Journalismus, weil es ist immer so blöd, auf den Journalismus einzukloppen. Es ist auch ein bisschen primitiv, es tut mir leid. Ich mache das jetzt trotzdem ein ganz bisschen. Aber auch die Wissenschaft macht er ja mit. Also diese ganzen Open Letters und so weiter werden halt von diversen Research Institutions mit unterschrieben und Professor Christian Dies und Professor Martin Das, weil die natürlich auch wollen, okay, die sehen halt einfach, dass da Förderkohle ist. Du musst da halt sein, um die Förderkohle abzugreifen und als Journalistin ist es natürlich auch praktisch zu sagen, okay, hier, ich bin voll dran, ich habe mit ChatGPT gearbeitet, ich bin voll am Technikpuls der Zeit. Es gab so eine Woche, fing jeder Technikartikel mit drei Gaga-Absätzen an, dann kam drunter, das ist euch gar nicht aufgefallen, aber die ersten drei Absätze kommen aus ChatGPT und man wollte den Leuten einfach eine reinhauen, aber okay. Es gibt so ein paar Kandidaten, die das halt wirklich perfektioniert haben. So bei der New York Times gibt es diesen Kevin Roos, der so für jeden Scam irgendwie zu haben ist. Und ich hoffe, dass der Journalismus sich da auch wirklich mal ein bisschen die Zeit nimmt und ihnen auch die Zeit gegeben wird, mal zu sagen, okay, können wir uns das mal wirklich angucken, auch im Kontext und nicht einfach nur das, was OpenAI uns als Talking Points liefert, einfach nachplappern, sondern zu sagen, stimmt das eigentlich? Und haben vielleicht die Leute, die mit OpenAI aus wissenschaftlicher Sicht zusammenarbeiten, vielleicht haben die auch ein Interesse daran, dieses Narrativ am Laufen zu halten, weil sie dann halt von der Bundesregierung nochmal eine Million für das nächste KI-Ethik-Forschungszentrum kriegen oder wie auch immer. So in München wurde gerade eins von Facebook, glaube ich, finanziert. Das war auch schön. Von daher, ja, das ist ein strukturelles Problem, das wir angehen müssen und wo man eben natürlich ist das auch wieder was, das wir individuell nicht lösen können, aber wo man häufig vielleicht dadurch, dass man dann drüber spricht und sagt, das hier, dieser Artikel ist nur PR, ein bisschen sichtbar machen kann. Was ist halt, vielen ist es nicht bewusst. Für viele ist es halt nur, ja, okay, das hat ja sich ein Journalist angeguckt, das steht jetzt beim, keine Ahnung, große Publikation, dann muss das ja so sein. Und eben diese Verpflichtung, die aus dieser Rolle der Wahrheitsgenerierung, die Wissenschaft und Journalismus für unsere Gesellschaft hat, erwächst, der wird leider nicht immer so Sorge getragen, wie ich mir das wünschen würde. Aber das ist, glaube ich, nicht nur bei KI so. Ganz, ganz herzlichen Dank für die große Diskussion und insbesondere an Tante. Vielen, vielen, vielen Dank, dass so viele da waren.